Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord im Early Access in der Version 1.4.0 mit ersten Hotfix und in unserer 56. Folge. Irgendwann schaffe ich es noch. Beim letzten Mal hatten wir hier unsere schöne Rattenjagd, die sich heute hoffentlich fortsetzt ohne Zwischenfall. Denn wenn ich mir das hier angucke, wenn die jetzt zusammen agieren würden und ihm hier helfen würden, haben wir ein echtes Problem. Aber hey, komm, wir sind hier in den letzten Zügen des Krieges. Zwei von drei Ortschaften, die die Kusaiten hier noch haben, werden belagert. Nee, warte mal. Zwei von zwei, wa? Wartet mal. Jo, zwei von zwei. Die haben nur noch eine Festung und eine Stadt. Hab ich gar nicht mitbekommen, dass die zweite Festung auch schon weg ist. Ich glaube, das war die hier, ne? Festung Tepes. Oder? Usek? Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, der Krieg endet also demnächst. Mit der wohl wahrscheinlich vollständigen Vernichtung der Kusaiten. Und deswegen versuchen wir noch so viele Einflusspunkte wie möglich rauszuholen. Und beim letzten Mal, in der letzten Folge, hat er natürlich dreimal gesagt, er guckt nach und hat doch nicht nachgeguckt. Uns fehlen definitiv nicht mehr viele Punkte. Vielleicht schaffen wir es sogar noch auf Clanstufe 3 innerhalb dieses Krieges hier. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ansonsten müssen wir halt mühselig ganz viele Plünderer jagen. Steppenbanditen und so weiter. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir die hier noch erwischen. Das sind nämlich nochmal vier weitere Punkte bestimmt. Ja, los, jetzt komm her hier, Mann! Ah! So, was hast du denn schicket bei dir? 27 Infanterie, 5 berittene Schützen, 5 Kavallerie, 3 Fernkampf. Das wird doch ein schönes Spielchen. So, auf das Thema hier gehe ich jetzt nicht nochmal ein. Ich denke, das haben wir jetzt in der letzten Folge definitiv nachgewiesen, wie das zu verstehen ist und dass da halt ein Fehler vorhanden sein muss. Ab ihr das. Ich sitze wirklich schief hier, merke ich gerade. So. Ja. Nehm ich. So. Mach doch gleich den. Nee, das war falsch. So. Hier. Den. Und. Geht dahinter in Stellung. Ihr folgt mir. Wie immer. Und dann gehen wir gleich mal Stänk an. Verdammt. Das Schöne ist übrigens, in den meisten Fällen hält er den Schild schon mal leicht als Deckung, bevor er zusticht. Aber natürlich hat man nur den Stichschaden dann, ne? Man kann halt nicht so schön diesen Schwungschaden benutzen, den ich immer so gerne sehe. Komm mal her hier. Ah, na gut. Wenigstens etwas. Ah, der Schnee bremst mich hier auch schon wieder ziemlich stark aus. Das war eine Schelle von hinten auf dem Hinterkopf. Das war schön auf die Nase. Der ist geflogen. B-Note in der Landung. Ich würde sagen 8,2. Ah, verdammt. Ja, Vorsicht, Robin. Nicht, dass du dich hier runterschießen lässt. Ah, haben wir sie auseinandergenommen? Ja, aber. Oh. Ups. Oh, aber ich sehe gerade, mein Pferd hat ziemlich stark gelitten. Was? Hä? Wollt ihr nicht spielen kommen? Da hinten! Boah, war ich auch mit. Ah, durch den Schnee sehe ich jetzt ehrlich gesagt kaum hier den Unterschied zwischen Hügel und Tal. So, dann kommt ihr nämlich jetzt hier hinter. Stellt euch schön hier auf. Wir ziehen rüber. Immer mal stänkern. Und noch ein paar Kavalleristen übrig geblieben. 6 insgesamt, glaube ich. Und schon triff. Ja, musst du herziehen, Robin. Musst du herziehen. Echt so? Nicht? Auch nicht? Nee? So? Auch nicht? Nee? So vielleicht? Nicht? Hm. Bogenschützen? Macht ihr auch eure Aufgabe? Das wäre wünschenswert. Die hättet ihr locker runterschießen können. Verdammt, ich hab daneben gehauen. Ach, Mann.
Ja, natürlich bin ich jetzt zurückgeritten, denn selbst nur drei Kavalleristen, wie wir selbst schon gemerkt haben, weil wir da bloß die drei Leute hatten, selbst die können schon ganz fiesen Schaden anrichten. Hast du gedacht, wa? Moin! So. Oh, ich liebe einfach diese Waffe. Ich liebe sie einfach. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. Die ist toll. Was? Der hätte tot sein müssen! Bei der Geschwindigkeit, die ich drauf hatte? Achso, Kavallerie, ihr dürft natürlich chargen. Und Infanterie darf auch nochmal drauf geben. Den jetzt kesseln wir sie hier ein. Hast du gedacht, was? Hat nur einen Schaden verursacht? Was? Der eine, der sieht aus wie ein Katapakt. Ups. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Kollege! Rechts vor links, ne? Obwohl, er kam von rechts. Verdammt. Weg da! Los, Feind! Haben wir noch irgendwo einen da hinten? Ja, da gehen wir auch mal hinterher. Da. Jawoll! Ach, da geht doch einer mit dem Bogen, ne? Ja. Oh. Zack. Oh, war ein Schild. Ja, der war hinüber. Der hat noch meinen Pfeil! Okay. Null Verluste, wunderbar. Und 6,5 Ruhm! Nice! Dann waren es definitiv schon deutlich bessere Truppen, die er dabei hatte. Schwere Lanzenreiter waren unter anderem dabei. Es könnten auch schon Tier 3er oder 4er gewesen sein. Speerinfanterie auch. Speerwerfer, da haben wir welche. Das sind, glaube ich, 5er oder 4er. Veteran. Zerstörer. Aha. Ja, wunderbar. So, 633 Gold nochmal bekommen. Ich habe gut gekämpft. Ihr könnt gehen. Sind wir bei 20. Beziehung mit Seeratten 20. Aber jetzt muss ich hier nochmal gucken. Das ist doch aber jeweils auch noch die Person, oder nicht? Kleine Fraktion. Wenn ich jetzt hier auf den Clan gehe, zum Clan selber kann man keine direkte Beziehung haben. Ansonsten würde das doch hier stehen, oder nicht? Anführer 20. Das sind dann immer alle Clanmitglieder. So ist das, ihr meint. Okay. Da muss ich in dem Moment dann dem Heiler nicht recht geben. Um jetzt noch ein letztes Mal dieses Thema anzuschneiden. So. Okay, was habt ihr denn geschickt? Zerstörerstufe 5 meins. Problem ist, jetzt muss ich hier doch noch ein bisschen aussortieren gleich. Weil wir gleich zu viele Gefangene haben werden. Oh, doch nicht. Auf den Punkt. Wunderbar. Wir könnten aber nochmal gucken. Ich glaube, ich habe ein paar Einser und Zweier mitgenommen. Genau. Die schieben wir jetzt einfach mal hier hin, die Einser und Zweier. Hm? Obwohl, das waren Kaiserlöcher, die nehme ich gerne mit. Zack. So, und dafür können wir nämlich hier nochmal Dreier mitnehmen. Ja. Ja. Weil eignen sich gut zur Verteidigung einer Festung oder Stadt. So, was habt ihr hier Schönes für mich? So, warte mal, Stufe 4 könnte schon was sein. Wir haben hier Stufe 5 drin. Stufe 6? Warum trägst du ein Stufe 6 Schwert? War bestimmt mal meins. Wir haben Stufe 5. Ist ausgewogen. Aber der lange Säbel hier ist tatsächlich auch länger. Ich sage die Geschwindigkeit. Minimal langsamer. Griff, du kriegst einen neuen Säbel. So. Speer. Der ist länger. Der ist besser zu handhaben. Macht ein bisschen mehr Schaden. Hat minimal weniger Stoßgeschwindigkeit. Griff, du kriegst auch einen neuen Speer. So, zerbrochenes Steppenrundschild. Nein, tauschen wir nicht aus. Da hat er daraus gelernt, der Dicke, Alter. Da hat er daraus gelernt. Essen. Immer her damit. Falls wir doch noch an einer Belagerung teilnehmen. Ja, es wird Zeit, dass wir mal richtige Armeen erwischen, oder? Bedeutet aber auch gleichzeitig wieder mehr Verluste.
So, gib mal her das Zeug. Zack. Wunderbar. Der sieht doch so aus, als wäre der schon fast so weit anzugreifen. Oder wir schnappen uns jetzt nochmal die 39 Mann hier. Der sieht nämlich schon ziemlich schwer aus. 28 Infanterie. Also schwer von Ausrüstung her. Ach, die kämpfen sogar schon. Ah, Artungard wurde genommen. Ja, stimmen wir ab. Ich enthalte mich, weil wir haben eh nicht genug Einflusspunkte dafür. Es hat aber noch keiner so wirklich gestimmt, ne? Vipom bekommt's, ja. Herzlichen Glückwunsch. Die Herrschaft über dieses Lehen sollte an den... Okay. Asche. Schnapp uns trotzdem die hier. Oh, was? Abgebrochen? Lol. 117 Verteidiger. Nur das könnte sogar ich schaffen. So, 39 Mann, 28 Infanterie, 8 Fernkampf, 2 Kavallerie, 1 berittener Schütze. Das wird doch wunderbar funktionieren. Sag mal, kann es sein, dass du der Anführer bist hier? Nee, da hieß anders. Da hieß irgendwie Moschkul oder so ähnlich. Glut der Flamme, auch ein cooler Name. Was bist du? Du bist eine kleine Fraktion. Ja, haufenweise Söldner haben sie jetzt hier angeworben. Ich würde sagen, ergib dich mal lieber. Nur machst du auch nicht. Ne? Irgendwann ergibt sich hier noch einer. Also, hoffe ich. Habe ich hier gleichzeitig noch ein Hideout entdeckt mit wirklich nur wenig Besatzung? Da können wir vielleicht nochmal schön abluten. Die zwei hier vielleicht auch noch, aber ich glaube, die sind uns dann definitiv schon zu schnell, weil sie so kleine Truppe haben und wir direkt nach dem Kampf sowieso langsamer sind und im Wald und klar, Sülz, Keks, weiter geht's. Jetzt wollte ich eigentlich nur einen Schluck trinken, habe ich aber selber verpennt jetzt. Ist jetzt ein bisschen doof für mich. Ihr geht mal da hin, macht aber ein Schild mal rein. Hier. Nein! Zurück. Hä? Was ist denn jetzt los hier? Ach, ich drück immer daneben. Mann! Entschuldigt bitte. Genau, stand apart. Jetzt aber hier. Zack, folgt mir. Haben die jetzt über... Nicht die Schützen. Ihr folgt mir. Gut. Da kommt der Gegner sogar schon. Finde ich auch sehr praktisch. Dann noch mit einem Anführer zu Pferde. Arrows dahin. Wir gehen stänkern. Hallöchen. Guck mal, was ich hab. Hallo! Oh, 300! Ah, verdammt! Genau, schön mit der Kavallerie da reinstören. Du gehörst mir! Komm her! Gut, wenn du meinst. Könntest du auch anders regeln. Du lädst dich also lieber... Der legt sich lieber mit der gesamten Kavallerie an, als mit mir im Zweikampf. Wartet mal. So. Nein, nicht die Schützen! Mann! So. Dann ist halt alle in Charge. Fertig aus. Ah, verdammt. Lasst ihn mir. Wer war das? Latrinendienst. So, wo rennt ihr jetzt mal hinterher? Na gut, macht ihr das mal da. Wir schnappen uns hier noch irgendwo welche. Irgendwo rennen unsere hier immer noch hin. Okay, das scheint sich jetzt erledigt zu haben. Schade, den hätte ich gerne erwischt, den Typen. Einen Verwundeten haben wir zu beklagen. Und zwar einen... Landianischen Ritter. Oha. So. Das Duty kämpft. Mach's gut. Tja,
Dadurch, dass sie jetzt einen verloren haben, hat sich das Gleichgewicht natürlich auch wieder ein bisschen verschoben. Ah, wunderbar. Kommt mal mit hier. Sehr schön, dann können wir nämlich auf jeden Fall noch den hier Stufe 5 mitnehmen. Und der Rest kommt. Lassen wir das. Obwohl Eidbewahrer? Ja gut, da waren die Werte jetzt doch nicht so der Renner. Eins. Essen, essen, essen. Jo. Stufe 1, Stufe 1, Stufe 2. Das ist alles nicht so der Renner hier. Obwohl, Stufe 5. Achso, langer Säbel hatten wir schon das Thema. Östlicher gerader Säbel. Graf? Ja, geht so. Also, hat Vor- und Nachteile und dementsprechend gleicht sich das irgendwie wieder aus. Der Steppenbogen wiederum, der könnte eventuell was für Kyraslav sein. Ja, deswegen trägt er ihn auch schon. Ich sag den gleich, ne? Ja, toll. Okay, gut. Haben wir es auch geklärt. Kyraslav, willst du nicht lieber ein Schaf reiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. So, jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ob wir die Festung machen. Nein, geh weg da! Haust du ab! Du, ey, nein, 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 geh weg! Es gibt sich, jetzt belagert er die nochmal. Ah! Akrum. Okay. Du Schuft, ey. Erst haut er ab, dann will ich den machen und kommt er wieder. Mal gucken, ob wir den hier kriegen. 49 Mann. Achso, ich habe jetzt diesmal gar nicht drauf geachtet, wie viele Punkte wir bekommen haben. So, wie schnell bist denn du? Mit 6,4 bist du mir definitiv zu schnell. Das ist schade. Ja, weil er haupttechnisch Kavallerie hat. Oh, hier ist eine kleine Völkerwanderung, wa? Hallöchen. Ja, guten Tag. Hier, ja, hier wollt ihr. Hier wollt ihr den Kampf. Ist okay. Nicht? Na gut. Dann so vielleicht. Zieh mal die Ameisenstraße mal auseinander. Problem ist nur, ich hab's geahnt. Irgendwann sind sie in der Überzahl und dann habe ich ein Problem. Was geben wir uns jetzt auch? Infanterie-Fernkampf, Infanterie-Fernkampf. Hier sind 6 Kavalleristen. Moment, habe ich jetzt falsch geguckt? Nee. 6 Kavalleristen. 8 Kavalleristen. Gut, ich würde sagen, wenn wir jetzt noch Glück haben und noch einen schönen Hügel erwischen, dann können wir hier einen Großteil der noch bestehenden feindlichen Armee auslöschen. Warte mal, was hat der jetzt geredet hier? Wir kennen uns doch schon, Jarli. Eigentlich denke ich, dass ihr derjenige seid, der sich ergeben sollte. Ja. Ja, haben sich jetzt natürlich angeschlossen. 91 Mann. Ah, wartet mal, ich setze mich mal anders hin jetzt hier. 91 Mann mit Schnee und, wenn ich Pech habe, leicht bewaldetes, flaches Gelände. Aber das ist mir egal, ich mach das jetzt. Kriegen wir hin. Wenn ich auf den Deckel bekomme, dann ist es so. Ah, wie ich es geahnt habe. Einer, mir nach, alle Mann. So. Und wo kommen sie? Von da. Blöd. Okay, Kavallerie, geht sie mal aufhalten. Infanterie, ihr nehmt die Position ein. Ihr werdet euch bitte hierhin bewegen, aber vorher auch die lose Formation einnehmen. So, ich gehe den Jungs helfen. Und ihr habt eure Aufgaben bekommen. Ihr wisst, was ihr machen sollt. Hoffentlich. Ah, weg, 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 weg. Mann, gibt's doch nicht hier.
Warum kämpft keiner gegen mich? Es kann nur einen geben. Wer den Highlander kennt, also diese schöne alte Verfilmung von der Highlander, wird wissen, welche Szene ich meine. Hallöchen. Komm mal her hier. So. Die, you bastard! Ich liebe es! So, 225, sehr schön. Muss ich bloß langsam mal einen Überblick bekommen. Da hinten sind auf jeden Fall noch ein, zwei Leutchen, die hier ein bisschen Ärger machen. Ups, das war zu spät zugeschlagen, definitiv. So. So. Da müssen wir langsam mal zur Infanterie zurück. Oh, komm schon! Hat das Pferd ihn zurückgeschubst in dem Moment. So, Kavallerie, folgt mir. Wo sind unsere Leute da? Da kommst du nämlich schon zum Massenklatschen hier. Oder auch nicht. Echt jetzt? Euer Ernst? Ihr steht hier einfach nur rum? Oh, 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 nein, nein, das war ganz doof. Schießen sich da gegenseitig einfach nur. Hallöchen! Hat's wehgetan? Ich hoffe doch. Kiss es! Ach, verdammt. Okay, ich sehe gerade, die haben meine Bogenschützen auch ziemlich fies erwischt. Na dann. Es wird Zeit. Du da! Verdammt, daneben. Halt. Die lasst ihr mir. Also rein mal Maluk. Kavallerie, aber der Typ da, der sieht doch aus wie ein Anführer. Ach, Mensch. Der da, den möchte ich haben. Kaiserlicher Katapakt, verdammt. Sag mal, kann es sein, dass meine Kavallerie noch folgt? Die sollte eigentlich stürmen. Achso, nee, Quatsch, ich habe ja zwischendurch gesagt, folgt mir statt zu stürmen. Stimmt, war mein Fehler. Oh, komm schon. Ah, verdammt. Da rennt nämlich schon der Großteil der Infanterie der Feindlichen. Mann, das war meiner. So. Lasst mir durch, ich bin wichtig. Bin ich gerade wirklich im... Da bin ich jetzt tatsächlich einem feindlichen Infanteristen ausgewichen, um den anderen zu treffen. Ich bin ja auch wieder ein Held, ey. Ein bisschen Schaden habe ich auch gekriegt. Also diesmal sind die Verluste eindeutig höher. Vor allem bei unseren Bogenschützen, möchte ich behaupten. Oh, das war ein Anführer. Cool. Das war auch ein Anführer. Cool. Ich glaube, das gibt auch nochmal einen klitzekleinen Bonus auf Einflusspunkte, wenn man einen feindlichen Anführer erwischt, ne? Verdammt. Okay, gut. Dann. Ich wollte gerade sagen, ey, du da, Bärenmütze, halt mal an. Ah, er hier. Verdammt. Ja, ja. Dreh dich einfach in meine Richtung. Genau so. Sammelst du Steine auf, oder? Was machst du? 12 Tote, aua. Ausgebildete, Veteran. 2 Rekruten, das ist okay. Kaiserliche Infanterist. Mann. Doch bei den Infanteristen mehr Schaden erlitten, als bei den Bogenschützen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 16,1 Ruhm. Ja, es lohnt sich definitiv. Zum einen waren wir in der Unterzahl, zum anderen waren es mehrere Anführer. Einfluss nochmal 10 Punkte, Moral natürlich auch. Außerdem haben wir einen Großteil der feindlichen Armee vernichtet. Also 55 von 94 getötet. Wunderbar. Charme ist jetzt mittlerweile auf 69. Wir gucken gleich mal. Ich glaube, wir können gleich wieder einen Perk draufgeben. Bei 70 war, glaube ich, der nächste Perk. Oder bei 75. Das sind einige Anführer, die wir freilassen können. Jetzt sind wir bei 70. Sag mal, habe ich jetzt welche gefangen genommen? Habe ich mich da verklickt?
Oh, sehr schön, meins. Noch bevor ich rekrutiert habe. Oh, da haben wir ja definitiv welche verloren gehabt, ein paar. Die Rattenrekrut, okay. Sind hier schon welche soweit? Nee. Verdammt. Jetzt muss ich tatsächlich noch welche loswerden. Marodeur. Kaiserliche behalten wir, haben wir gesagt. Hier Stufe 1, weg damit. 38, nein! Ich hätte zurückreiten sollen. Ich hätte wirklich Leute abladen sollen. Gibt's nicht, ey. Astati! Oh, sind jetzt fies. Ich kann die jetzt nicht alle mitnehmen. Die rennen mir alle weg. Hier, geh weg. 29. Können wir jetzt noch 3 mitnehmen? Kaiserliche Elite? Meiner. Principes. Stati. Und dann war's das. So, Pferd. Essen, 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 essen. Zack. So. Ist auch alles gelockt vom Essen. Der Fisch war nicht gelockt. Ich glaube, das ist es dann gewesen. Nee, die Butter. So. Hier sind einige gute Pfeile diesmal, wenn ich das richtig sehe. Die zerbrochene Lanze ist zu kurz, aber wir könnten sie eventuell der Griff geben. Nee. Finde ich jetzt nicht so entscheidend. 1, 1, 1 und 1. Hier haben wir sogar mal Stufe 4. Hatten wir aber vorher auch schon und hat dann jetzt auch weniger Trefferpunkte dann. Ist aber deutlich leichter wiederum. Da verstehe ich dann aber nicht, warum die Geschwindigkeit dann nicht so hoch ist. Du hattest auch noch ein Schild, ne? Exakt den gleichen. Okay. Die Pfeile. Auch alles nicht so der Oberrenner hier. Mützen, Schals. Hm. Ey, komm schon, hier waren mehrere Anführer dabei. Die haben doch bestimmt mal eine gute Rüstung fallen lassen. Kann so nicht wahr sein, ey. Ja, müssen wir uns doch irgendwann mal kaufen. Für sehr teuer Geld dann. Ja, gut, nehmen wir einfach so mit. Schade, aber gut. ja, was machen wir jetzt? Die nächsten angreifen? Ich glaube nicht, ne? Wie weit sind wir denn? Ah, oh, gibt's doch nicht. 7 Punkte brauchen wir noch. Zum krönenden Abschluss dieses Krieges. Festung Kimli ist die letzte Festung der Kusaiten. Sie haben keine Städte mehr. Keine andere. Doch, hier ist noch eine Festung, Mensch, die sehe ich ja jetzt erst. Haben sie die gerade eben erst geholt? Ah. Aber wir müssen eh mal hier ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Lass uns mal der Armee da anschließen. Oder kriegen wir die gerade? Ah, ist das gemein. Ah. Rennen sie wieder weg. Oder die 50 hier. Ach, die waren immer zu schnell, wa? 6,5 hat der. Ist schon ordentlich. Komm her, Mensch, hier. Also, bist du da? Jetzt hat er es begriffen, glaube ich. Wir müssen mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, dass die Verwundeten sich erholen können. Er baut ja hier sowieso gerade erst wieder Sachen. Wir haben ordentlich Nahrung geplündert. Ich würde sagen, ich schließe mich dem seiner Belagerungstruppe an. Während wir ein kleines bisschen unsere Wunden lecken und dann vielleicht noch ein paar weitere Gefangene nehmen können, beziehungsweise Gefangene rekrutieren können, weil guck mal hier, also da ist ordentlich was am Verlusten hängen geblieben. Also waren doch von den Bogenschützen ordentlich welche niedergemäht worden, aber zum Glück nur als Verwundete, nicht als Tote.
Deswegen denke ich, es macht wirklich Sinn, wenn wir uns der Armee anschließen und dann da den Angriff mitleiten. Und da meldet sich auch passenderweise gerade hier der Timer. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ciao!